Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic 10 Legacy. So, wir haben in der letzten Folge der guten Melante in den Hintern getreten. Das war ein hartes Stückchen Arbeit. Ich bin dann nochmal auf einem sehr kurzen Weg nochmal aus der Festung der Krähen raus. Also am Ende kommt man dort raus, wo wir ganz am Anfang mal gesagt hatten, okay, da ist eine Tür auf der Karte eingezeichnet, aber eigentlich war da nur eine Wand. Durch diese Wand kommt man dann, wenn man mit Melante fertig ist. Also war ein schöner kurzer Weg. Dann habe ich noch südlich von der Festung der Krähen am Meer noch einen Obelisken mitgenommen und habe dann festgestellt, dass man, wenn man nochmal raufklickt, da gefragt wird, Reisen. Und dann wird scheinbar nach dem Namen der anderen Obelisken gefragt, sodass man von Obelisk zu Obelisk reisen kann. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt mit den Obelisken würde reisen wollen, denn die lagen ja immer so ein bisschen am Hintern der Welt. Von daher behalten wir das mal im Hinterkopf. So, und dann bin ich nochmal nördlich von Klippe nochmal ins Gebirge rein. Hier hatten wir vor ein paar Folgen ein Buch gelesen und dann am Ende der Folge hatte ich dann noch geschaut, das ist ein Tempel von Ilat und hier hinten ist eine gefährliche Höhle. Da wollen wir beides mal noch anschauen. Und wir suchen ja eigentlich noch an der Mentilküste einen Turm. Irgendwas willst du doch, ne? Du willst. Willst. Da zu einem Wachturm will er an der Mentilküste. Das müsste dann auch eigentlich hier irgendwo sein. Aber wir gehen zuerst mal in den Ilat-Tempel. Hm. Looks easy. Ach, das ist ein Verlies. Okay, wir stecken mal eine Nase rein. Ilat ist ja der Luftdrache, ne? Die haben zwar gesagt, looks easy. Ja gut, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind ja quasi erst gestartet. Liebte. Hä? Ach so, Teleporter. Okay, alles klar. Ein ganz übles Teleporter-Rätsel. Irgendwas bewegt sich da hinten. Kann ich mal so ein bisschen um die Teleporter rum? Buff mal bitte. Yes. Schild, Rüstung. Looks like they smelt us. We forgot to take a bath. Ja, die haben uns halt noch nicht gerochen und wir rennen wieder auf den Teleporter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das mit den Buffs hätten wir uns auch sparen können. Okay. Welcher Teleporter dort hinten hat uns weitergebracht? Beziehungsweise, Moment mal, bis dahin brauchen wir keinen. Der bringt uns wieder dahin. Der bringt uns dahin. Der bringt uns ganz woanders hin. Also ich laufe jetzt nur nach unserer Minimap. Looks like they smelt us. Ja, ja. We forgot to take a bath. Wie komme ich jetzt zu den anderen Teleportern? Das weiß man nicht. Moment, jetzt können wir hier versuchen. Ah, ja. Ja, da kann ich dann anders rüber. Aber dann kommen wir immer noch nicht da hinten dran vorbei. Ah,
something is coming your way. Ah, nee. Jetzt können wir uns hier vorbeischleichen. So, ich weiß nicht, auf was wir uns hier jetzt einlassen und was wir hier sollen, aber wir versuchen es mal. So, euch kennen wir noch nicht. Deswegen machen wir mal rückwärts einparken üben. Irgendwelche Harpien oder sowas. Harpien verfluchen. Standardmäßig. Okay. Vielleicht sollten wir auch noch unsere Entschlossenheit hochmachen. Das war gegen Lähmung, Schlaf und Betäubung. Alle hopp, kann nichts schaden. So, hallo die Damen. Elite-Harpien. Wir hatten noch nicht mal normale. Er hat einen zusätzlichen Angriffsversuch für jeden ausgewichenen oder abgewehrten Angriffsversuch. Na super, gut, dass wir auf Ausweichen sind. Egal, wird schon irgendwie. So, Buffs haben wir alle oben. Hau du mal rauf. Implosion ist auch ganz gut. Rüstung ausziehen und draufkloppen. Okay. Sieht bisher machbar aus. So, Rüstung ausziehen. Hier könnten wir vielleicht auch mal wieder Gift machen. Mach aber du zuerst mal Rüstung. Die hatte ich Gift aus der Leiste genommen, weil wir die ganze Zeit nur gegen Untote gekämpft haben. So, einmal sprühen bitte. Sehr schön. Dann gehen wir zuerst mal auf die rechte Dame. Mit Implosion und harter Gewalt. Ja, aber das war nicht so schlimm. Na, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Die Dame ist tot. Und dann ziehen wir ihr die Rüstung aus. Schilde hoch. Implosieren. Draufkloppen und draufkloppen. Und die Dame ist von selbst gestorben. Ich weiß zwar nicht, ob wir brennende Entschlossenheit hier brauchen, aber wir fühlen uns mit, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, machen wir Eis. Die Rüstung muss weg und draufkloppen. So, mit... Ich weiß nicht, ob es Traumräuber waren, die wir schon mal hatten, aber so ähnlich sahen die aus. Irgendwo in der Nähe von der Klippe. So, du trinkst Mana. Du implodierst. Und dann haben wir die Dame aus den Latschen. Du ziehst bitte deine Rüstung aus. Das war Windschaden. Rüstung hoch, implodieren. Mana. Kloppen. Ah, ja, die heilen sich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mach das mal weg. Komm jetzt. Ja, tot. Sehr schön. Ah, und die haben wir auch noch nicht getötet, denn der Eintrag wurde neu hinzugefügt. Rüstung bitte ausziehen. So, von dir hätte ich gerne Rüstung. Kommt da eigentlich noch was nach? Nee, okay. Er ist der Letzte. Dann haut ihn wieder um. Ich dachte gerade, da höre ich Schritte, aber das ist irgendwas, was zusammenbricht. Ja, das mit dem Heilen kannst du sparen. Wir wollen mal nicht leichtsinnig werden. So. Das war das. Wir halten ein Nickerchen. Und dann schauen wir mal, was das da Wer war von seinen Kindern verlassen? Ah, Ilad. Ilad wurde von seinen Kindern verlassen. Okay, das ist natürlich übel. Das scheint wohl die Chefin vom Laden zu sein. Okay. Aber es gab keine anfängliche Animation, von daher glaube ich, der Boss wird nicht so übel werden. Boost. Okay, das war eher Windschaden, was hier kam. Also machen wir bitte mal Luftabwendung. Und ansonsten warten wir. Dann machst du mal noch Schilde hoch.
warten wir und dann machen wir noch brennende Entschlossenheit. Ja, kommen Sie mal ran. Ja, dann komm mal dahin. Ist auch recht. Koreke. So, auch wieder zusätzliche Angriffe und es ist ein Boss. Also können wir uns unser Gift sparen. Dann hau mal rauf. Implodieren. Rüstung ausziehen. Tauschnetzeln. Ja, Luftschaden war okay. So, zack. 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 Und zack. So, Schilde hoch. Implodieren. Draufkloppen. Draufkloppen. Und kloppen. Und implodieren. Und kloppen. Und kloppen. Wow. Ja, der Boss war not powerful. Fürs Protokoll. So, meine Lieben. Wir schauen mal, was wir gefunden haben. Ja, einfach einen Helm mit mega viel Rüstung. Gerade bei Helmen sind wir ein bisschen verwöhnt. Gelber Helm. Dein Amulett ist noch nicht aufgestiegen. Ja, dein +2 Schwerter-Helm. Du hast ja schon hier Schaden eingebüßt wegen der Brust. Nee, dann den Helm willst du auch nicht, oder? 14 Rüstwert. 8 Vitalität. Rüstung scheint mir in dem Spiel schon ziemlich stark zu sein. Weißt du noch 32 Leben? Wir bleiben beim Leben. So. Aber was? Even our oldest sagas do not say much about the Shankiris. This is odd. Ja. Hebel ziehen. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal schlafen. Spiel, ich habe mir das kurz anders überlegt. Wir möchten schlafen, bevor wir hier an irgendwelchen Hebeln ziehen. So, jetzt. Also ich drücke, deswegen geht. Es kann halt auch sein, dass das die Beförderungsquest für irgendeine Klasse ist, die wir nicht haben. Keine Ahnung. Oder wir bekommen irgendwann noch eine Quest und müssen dann hierher. Ich habe keine Ahnung. Ja, danke Spiel, ich wollte eh nur raus. Okay, behalten wir im Hinterkopf, keine Ahnung, was wir hier gesollt hätten. Aber Hebel ziehen war nicht. Das ging nicht. Aber zumindest haben wir nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Das ist auch was. So, dann gehen wir jetzt mal noch in die gefährliche Höhle hier um die Ecke. Schauen dort nach dem Rechten und schauen, ob uns noch irgendwie ein Wachturm über den Weg läuft. So, gefährliche Höhle. Wir hätten eventuell vorher buffen können. Zuerst denken, dann klicken. Something following us. Kill it. Ja, das sieht auch nach so einem Schamanen aus. Yes, I am strong. Okay, Attacke auf Manko. Schauen wir mal, was Manko drauf hat. Feuerschaden hat er, glaube ich, auch erhöht. Okay. Du kannst noch schießen. So, er heilt sich. Das möchte ich nicht. Wobei, Robert, versuch mal, ob du ihn ranziehen kannst. Angeln? Nee, wahrscheinlich. Moment, das ist ein Boss. Nee, das ist dein Körpermanipulation oder so. Okay, das war klar, dass es nicht geht. Dann mach du brennende Entschlossenheit. Man weiß ja nie. Du machst Implosion. Denn Buff wegmachen geht auf die Entfernung nicht. Wir müssen jetzt einfach eine Runde Zeit totschlagen. Na, einen Schritt geht noch. Wir haben nämlich noch Resistenz gegen Luftmagie drauf. Das ist das Einzige, was wir noch hatten. Okay. Das da. Buff hat er gerade keinen, also kannst du Schaden machen. Rüstung ausziehen und Heilung. So.
Kopfdreschen, Schaden machen, schnitzeln und schnitzeln. Ach, die Rüstung ist noch an. Egal. Buff weg. Rüstung. Werte ab. Rüstung. Jetzt aber. So, Inklusion. Schnitzeln, schnitzeln. Und du kannst auch nochmal aufkloppen. Schilde. Inklusion. Ja, gut, das war jetzt eher übersichtlich. Ja, it looks powerful. Hm? Mondtalisman. Wir looten und dann tun wir identifizieren. Nee. Akkuluten-Diadem mitnehmen. Halt. Pulsierend, weiß, Wind oder Luftmagie, Widerstand. Oh, und eine Reliquie. Das ist ein Speer. Da steht dann Robert dran. This looks valuable. Jo. Stimmen alles? So, Speer. Herzbohrer. Vor den Kriegen der Alten waren die Armeen der Engel ein staunenswerter und furchterregender Anblick. So, ja, rennt mit dem eulengrünen Speer in der Gegend rum. Zieh mal das Ding an. So, Multicanus, was ist mit deinem Amulett? 6 Glück. Na gut, das ist ja bei dir nicht verkehrt. Und dann hätten wir noch einen Kopf. Angreifer Schaden zufügen. Also Köpfe ist echt schwierig. Ist echt ganz schwierig. So, plus 4 in Schilde. Das wäre nur für Phileas. Aber dann ist mir sein 100% Schutz gegen Bewusstlosigkeit dann doch lieber. Nee, lassen wir mal. So, nicht. Habe ich da hinten noch irgendwo? Nee, da war nichts mehr. Okay, kein Buch, nichts. Aber eine Reliquie für Robert. Die müssen wir jetzt nur noch leveln und schauen, ob da nicht jetzt irgendwelche seltsamen Werte drauf kommen oder so. Mit denen er dann doch nichts mehr anfangen kann. Denn dann können wir mit dem Speer nichts anfangen. Das wäre ungünstig. So. Dann raus hier und dann schauen wir uns weiter im Gebirge um. Auf der Suche nach einem Wachturm. I miss the mountains. Ich vermisse die Berge nicht so. Lieber ans Meer fahren. Da hinten, das könnte ein Wachturm sein. So, Kristall berühren. Feuerresistenz. Wer? Wir können vor allen Dingen auch mal schlafen. Nur mal so. Nebenbei. Ah, da sind wieder so Harpiendamen. Okay, dann... I needed to hit something. Rückwärts einparken. So, zieh uns mal eine Dame ran. Du machst Schilde. Du implodierst. Du ziehst der Dame die Rüstung aus. Dann kannst du mal Gift versprühen. Sehr schön. Und wieder implodieren. So, dann ist eine Dame schon mal Geschichte. Rüstung ausziehen, draufkloppen. So, dann machst du Rüstung, implodieren, draufkloppen. Sicher. Rüstung. Sprühen. Ja, bei dir kann ich den Sprüher auch wieder in die Leiste tun, denn du hast ja einen Spruch zweimal. Das macht nicht so viel Sinn. So, dann haben wir das wieder reingetan. Das laute Geräusch kann ich nicht sagen, falls ihr was gehört habt, was sich nach Bohren angehört hat. Und jetzt wieder. Ignorieren wir einfach mal. Irgendjemand macht hier gerade einen Umbau. So, Konzentration. Wir wollten raufkloppen. Wir wollten raufkloppen und eine Dame flachlegen. Und ich hoffe, dass die Herrschaften gleich fertig sind mit Bohren.
Wenn nicht, ist das die letzte Folge für bis auf Weiteres. Sorry. So, da hinten ist nochmal so ein Luftding, aber das sieht verdammt nach Wachturm aus. Da geht's runter, da hinten sind irgendwelche Orks. Ich wollte eigentlich noch schlafen. So. Die Orks, vor denen habe ich keine Angst, aber irgendwie kommen wir gerade nicht zu dem Turm, den wir gesehen haben. Aber das kann ja noch kommen. So, Rüstung. Button. So, ihr habt Nahkampfangriff. Versuche trifft das Ziel und alle benachbarten Gruppenmitglieder. Also Spalten. Auf gut Deutsch gesagt. So, Rüstung. Implosion, Rüstung ausziehen. Und schnitzeln. Und du kannst sprühen. Und Implosion draufkloppen, draufkloppen. Und kloppen, implodieren und nochmal kloppen. Und Rüstung. Es fehlt uns gerade gar nichts. Implodieren und kloppen, kloppen. Und totkloppen. Dankeschön. So, da ist nochmal so ein... Ah, da ist noch eine Tür. Paukai-Nest. Ah, wir schlafen jetzt erstmal. Was wir hier an Dingen finden. Yeah, some easy money for once. Ja gut, wenn sie schon sagen, dass es leicht ist. Bei dem Ila-Tempel haben sie auch gesagt, dass es leicht ist. Und es war ja eigentlich auch leicht. Also ich muss die Teleporter zuerst mal irgendwie begreifen. Aber ansonsten, die Gegner waren something ja nicht schwer. Ein Goblin. Ja, Goblins werden nicht unser Problem sein. So, Robert, angel uns mal einen Goblin, denn die machen gerne Fernkampf. Och, geh. Ist auf den Hintern gefallen, der Kleine. So, Schilder. Implosion. Ja, die Rüstung war eigentlich schon kaputt, aber egal. Wir wollten auf Nummer sicher gehen. So, der eine kommt freiwillig. Ja, mach mal Implosion. Dann ziehen wir uns mal einen ran. Der verfehlt. Okay. Du schießt. Du machst Rüstung. Ja. Er kommt vor. Dann soll er rankommen. So, dann kommen sie ran. Ich glaube, die Bohrerei ist schon wieder vorbei. Sehr schön. Mach doch mal Gift. Nee, ich wollte nicht heilen. Ich wollte eigentlich Gift sprühen. Egal. Nichts passiert. Dann machen wir das mit dem Gift jetzt. Auch wenn es sich nicht mehr lohnt. So, Rüstung schnitzeln. Wir haben noch alles. Schnitzel, Schnitzel. So. Ist ja doch übersichtlich. Wir schlafen trotzdem. Man weiß nie, was noch kommt. Ja, wieder irgendwelche Schläger, Goblins und Miezetatzen. Wir hatten schon lange keine Miezetatzen mehr. Zieh uns mal was ran. Hi. Implodieren. Kloppen, kloppen. Sehr schön. Dann angel uns du mal einen Elite-Kriegspanther. Rüstung. Kloppen. Implodieren. Zack, zack. So, schießen, schießen, implodieren. Anziehen. Ja. Hi. So, Rüstung. Rüstung. Implodieren. Rüstung. Jetzt ist sie kaputt.
alles halb so wild. So. Das hat ihm den Rest gegeben. Doch nicht so ganz. Jetzt aber. Und du hast noch Rüstung an. Jetzt nicht mehr. Schilde inkludieren. Kloppen. Kloppen und kloppen. Und nochmal kloppen und immer noch kloppen. Sehr schön. Dann wird die Katze aus dem Leben gehauen. Da ist eine Kiste. Das ist irgendwas Besonderes. Das ist eine Kiste. Nichts wirklich Erwähnenswertes. Ich habe wieder so das Gefühl, dass wir in einem Tempel bzw. einem Dungeon sind, in dem eine Beförderungsquest für irgendeine Klasse ist. Genauso wie wir in Sudgard waren. Für Phileas und wie wir für Multicanus in diesem Baum da waren, dass das dann auch für irgendeinen Ork vielleicht die Beförderungsquest ist, vielleicht für den Barbaren oder so. Ja, jetzt nehmen sie uns schön die Zange. Mal Rüstung. Rückparken. Schilde. Anziehen können wir nichts, ne? Okay, dann warten wir halt. So, organisieren wir uns mal einen Goblin. Multicanus zieht die Rüstung aus. Netze implodieren. Vergiften. Implodieren. Da ist ja gar nichts dran an den. Rüstung ausziehen. Netze. Ja, so richtig umringen können sie uns nicht. Das war ja auch der Plan. So, implodieren. Multicanus ist aufgestiegen. Schnetzel, Schnetzel. Robert ist aufgestiegen. Sehr schön. So, von dir haben wir noch alles. Dann hauen wir rauf. So, Gift. Implodieren, Rüstung ausziehen, schnitzeln. Schilde implodieren, wieder einer weniger. Rüstung und draufhauen. Rüstung hoch, implodieren. Ja, das da sind einfach keine Gegner mehr für uns. Und ja, wir gehen in die Pause. Ich mach die mal noch platt. Und ja, keine Ahnung. Wenn ich hier nichts mehr finde, gehe ich wieder vor die Tür und schau mal, ob wir irgendwie Richtung Wachturm kommen. Also, bis gleich.